ich, wenn ich sie unterwegs treffe. War es tatsächlich die Farbe Blau die Ursache dafür, dass ich das hier habe öffnen können? Ich brauche die Diamanten hier, ne? Oh oh. Wie komme ich denn hier wieder an Land? Ah, hier sind Ranken, hier sind Ranken. Nein, nein, nein! Ach du meine Güte, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt muss ich nochmal gegen die Ratten kämpfen, oder was? Ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen lernen und, naja, ihr wisst schon. Okay, so. Wir haben hier. Und. Perfekt. So, die habe ich. Bleibt noch ein Diamant übrig, ne? Nee, nicht mal. Ich habe alle. Dann können wir weitergehen. Dann bin ich jetzt zufrieden. So, aber. Ja, das kennen wir schon. Ich muss jetzt nochmal gegen die da kämpfen. Okay, und. Magische Kraft aufladen. Achtung, ihr fällt tot um in 3, 2, 1, 0. Ah, Mist. Ich habe zu lange gezählt. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Nicht, dass ich jetzt hier gerade gleich besiegt werde. Bam. Komm schon, hol dir das Herz des Gegners. Und wir greifen an. Check. Na, ihr traut euch wohl nicht, was? Und... Abwärts. Moment. Und abwärts. Gut, sehr schön. Funktioniert doch. Haben wir den jetzt... Okay, der ist befreit. Okay. Das wurde also berücksichtigt. Hier wird gespeichert. Sehr schön. Und hier ist ein Stadttor. Und hier geht's in eine Höhle. Ah, noch mehr Hasi. Okay. Hier drüben haben wir wieder eine Wildsau. Was haben wir hier? Nichts weiter als ein Wasserfall und einen kleinen See. Kleinen Teich, sagen wir mal so. Hier ist ein Katapult, das kann ich aber scheinbar nicht benutzen. Ob ich mich mit der Wildsau anlegen soll oder erst auf das Stadttor zugehen soll? Ist eine gute Frage. Ich probiere es erstmal mit dem Stadttor hier. Wir speichern. Ja, perfekt. Gespeichert. Öffnen. Die Tür ist verschlossen. Achso. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Na ja, gut. Dann müssen wir uns wohl doch mit dem Meerschweinchen da drüben anlegen. Das ist natürlich nur ein Meerschweinchen. Das ist keine Wildsau, ne? Ist doch klar. Reiten. RB. Ja. Ach du Scheiße. Okay. In die Kufe legen. Okay, alles klar. So, ja. Rennen verloren. Ich versuch's nochmal. Los geht's. Nee, das hat wieder nicht funktioniert, verdammte Axt. We tried again. Ja, mein geiles Meerschweinchen. Okay, einfach später springen. Nicht so früh. Ich dachte, das Brett gibt mir vielleicht irgendwie einen Sprung, einen Jump Boost. Aber nein. Oh, Pepperoni. Yeah. Let's hit me, baby. One more time. Oh, oh. Okay, gerade noch geschafft. Ein wilder Ritt, gefolgt von einigen Chumps und ein paar leckeren Nüssen. Da wird sich das Eichhörnchen gar nicht freuen. Oh, wenn ich ihm die Eicheln da klaue. Ja, toll. Ganz lustig. Ganz von vorne. Leck mich am Arsch. Okay, Pepperoni. Und ab geht die Luzi. Alter, was für ein wildes Meerschweinchen. So, mal gucken. Ach so, ich sehe gerade, da läuft der links ein Balken ab. Ich muss diese Nüsse aufsammeln.
sonst, keine Ahnung, wird mein Meerschweinchen bockig oder so. Ich weiß es nicht so genau. So, hier kommt der nächste Pepperoni und ab geht's. Yeah, Baby, was für ein wilder Eber. Geil, so. Ich muss aufpassen, ich muss früher in die Kurven gehen. Gerade wenn ich solche Banden sehe. So, nächste Eiche, bitteschön. Und ja, das örtliche Eichhörnchen wird darüber nicht erfreut sein, aber ich kann es nicht ändern. Scheiße, die wandern. Okay, jetzt gleich in die Kurve legen. Yeah, we arrive. Und 10 Münzen gewonnen. Voran im Schweinsgalopp. Da gibt's ja die Dings, da gibt's ja die Sache, dass man sich weltweit mit den Spielern messen kann anhand der Ergebnisse. Was haben wir denn hier an Tipps? Keine Tipps aktuell verfügbar. Na gut, okay. Wir brauchen demnächst mal einen Speicherpunkt. Ich würde gerne mal irgendwann sehen, ob wir, wie wir tatsächlich abgeschnitten haben. Kommt auch noch im Laufe der Zeit. Die Frage ist jetzt, oh, das Meerschweinchen ist ganz schön platt. Ziemlich außer Puste, würde ich sagen. Lalalala, ich hüpfe auf deinem Gesicht rum, ich hüpfe auf deinem Gesicht rum. So, wo geht's denn hin? Ach, mit dem kann ich wahrscheinlich reden. Wow, das war aber ein super Sprung. Puh, welch ein Ritt. Bist du Duwu? Huwu und Luwu haben mich geschickt, dich zu suchen. Geht's dir gut? Ja, ich bin okay. Aber jetzt hängen wir beide hier fest. Es gibt keinen Ausweg. Wenn ich nur ein paar Bomben mitgenommen hätte. Diese Wand hätte ich damit bestimmt in die Luft gejagt. Wie es der Zufall gerade so will, habe ich ein paar Bomben dabei. Mindestens eine. Was die Wand hier? Kein Problem, das kriege ich mal hin. Und weg. Bam. Ne, siehste, der Weg ist frei. Toll, du hast es geschafft. Mir nach. Hey, was heißt hier dir nach? Ich habe die Wand gesprengt, hallo? Okay, dann halt eben doch dir nach. Oh yeah, baby. Wo sind wir denn? Ah, ich weiß, wo wir sind. Das hier ist vor dem Rennen. Hey, super, du hast Duwu gerettet. Habe ich gerne gemacht. Oh, Mann, sind bin immer für die örtlichen Waldbewohner da. Hier, nimm diesen Schlüssel zur Belohnung. Ich glaube, er gehört zum Rattenlager. Probier's aus. Er gehört dir. Ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir da brauchen. Besser bekämpfen als ich. Ja gut, dann her mit dem Schlüssel. Und du hast einen Schlüssel gefunden. Damit kannst du bestimmt irgendwo eine Tür oder ein Tor öffnen. Und als ob wir nicht wüssten, welches Tor damit gemeint ist. Einmal speichern, bitte. Ah, ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool gemacht. Mit den Laternen. So, öffnen. Dank dem Schlüssel sind wir jetzt drin. Und ein Waldra. Abschnitt des Waldes. Des Waldes, genau richtig. Walte deines Amtes, würde ich sagen. Münzen, jede Menge. Und auch hier oben. Nee, da kommen wir ja rein. Vasen haben wir die alle? Ich übersehe ja eigentlich ungern was, auch wenn wir das jetzt schon von Anfang an leider Gottes sehr getan haben. Oh, ouch. Das hat mir getan. Nice. Ausweichen. Au, au, au. Ich wollte nicht springen, ich wollte mich eigentlich rollen. Na gut. Irgendwo hier ist was. Hier ist nämlich ein Kristall. Moment. Was passiert? Ich wollte mich eigentlich gerade... Genau so. Blau, rot, gelb, blau. Also blau hat vorhin scheinbar auch funktioniert bei diesem Käfig. Ah. Okay, das ist es aber vielleicht unter Umständen nicht. Ich weiß es nicht. Okay, gelb haben wir noch nicht probiert. Was passiert? Nö, passiert nichts, ne? Hier ist ja auch noch ein Baumstumpf, ne? Ich habe aber ehrlich gesagt null Plan. Ich habe bloß noch den Mana-Tank mit dabei. So, nächster Baumstumpf.
Da hätte ich springen müssen. Da hätte ich springen müssen, verdammte Axt. Tschum. Kommt gleich der nächste, ne? Da ist er auch schon. Aua. Nun gut. Zum Glück haben wir gespeichert. Ah nee, halt. Wir sind hier schon drin. Moment. Ja, ich weiß. Es kommen Baumstümpfe. Au, hallo? Ich war da schon drauf. Kann ich da... Also ich darf ihn nicht mal berühren. Oh, das war die Birne. Ich habe jetzt nur leider Gottes keinen Plan, wofür dieser Kristall hier gut sein soll. Warte mal ganz kurz, wenn ich so mache... Ne, das ändert aber auch nichts. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade noch nicht. Aber gut, werden wir noch rausfinden vielleicht. Mist. Und, Achtung, wir müssen gleich auf den nächsten Bauschau aufpassen, der direkt auf mich drauf rollt. Ja. Oh ja, ich bin noch nicht so talentiert, wie mir scheint, ne? Aua. Obwohl, warte mal ganz kurz, ich mache gerade einen Fehl. Naja, einen Fehler nicht, aber ich kann ja noch höher springen. Vergesse ich mir immer wieder. So, welche Farbe hat der Kristall jetzt? Ich mache ihn jetzt mal auf blau. Und dann mal gucken, was passiert. Aua. So, wir ducken uns und höher springen. Und ducken und höher springen. Au. Das ist eine blöde... Ich hätte rangehen sollen. Weil über die Steine springt er ja drüber, verdammte Axt. Oh, yeah, baby. Oh, ich sehe Ratten. Ich sehe eine Ratte. Oder ich habe sie gesehen. Jede Menge Münzen. Das ist schon mal etwas. Ja, genau. Danke, speichern. Perfekt. Das brauche ich, glaube ich, jetzt gerade an dem Punkt dringend. Was haben wir denn da? Oh. Die Ratte bedroht jemanden im Käfig. Natürlich ein Hasi. Und Hasi muss gerettet werden. Tja, wenn das nicht die Rattenpatrouille ist. Kommt doch, ihr Schwachköpfe. Engage! I'm the ultimate ninja fighter. Yes. Und zack, und am Boden erledigt. So, das war's. Wir haben hier eine... Achso, Combo. Und... Ich... Yeah. Yes! Und erledigen. Perfekter Hit. Das ist der Shit. Ich bin ein richtig guter Kämpfer geworden mittlerweile, ne? So, da haben wir einmal Yin und Yang. Oh, das war noch nicht mal alles. Bim. So, die sind weg. Oh, oh. Oh. Ich hatte schon die Befürchtung, ich krieg noch mehr Besuch. Mächtigen Besuch. So, erstmal alles einsammeln. Die Vasen natürlich kaputt hauen, ne? Dann haben sie wieder Grund, bei Ikea einkaufen zu gehen. Gibt's bestimmt auch im Fernosten Ikea. Du hast eine Hornissenflasche gefunden. Wenn du sie anwendest, schwärmen die Hornissen 20 Sekunden lang aus und helfen dir, die Gegner zu besiegen. Das ist mal nett. Was ich ein bisschen schade finde, ich krieg halt keine Beschreibung, ne, von dem Gegenstand, den ich da ausgewählt habe. Also ich muss wissen, worum es hier geht. Glück gehabt, endlich bin ich gerettet. Ich war auf einer Mission, ja, um den Drachentor C zu finden. Unser Paladin, weißt du? Und dann war da dieses Rattenlager. Mein Gott, ich habe versagt. Ich muss schnell zurück und Tulao berichten, was passiert ist. Das schreit nach Taten von uns. Warte mal, ich will mal ganz kurz mal da drüben eben speichern. So, speichern. Und ich denke, wir müssen das Lager hier verlassen. Was haben wir denn? Tuck ist unterwegs zum Hasenbaum. Ja gut, da sind wir... Okay. Ich würde sagen, Schachmatt. Schachmatt.
Die Frage ist jetzt, komme ich an den Pflanzen vorbei? Baby, yes. Oh, ich sehe Diamanten. Jede Menge Diamanten. Die werden alle mir sein. So, pass mal auf. Zuerst da. Gehst du da hoch? Und. Yay, yay, yay. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Ein talentierter Akrobat.